Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Wie der Titel schon verrät, geht es mal darum, warum, gerade für die Frauen, warum es euch in der Regel nichts bringt, auf Dauer zum Beispiel Kurse wie Zumba zu machen. Ja? Ich kenne ja viele, die sich viel davon versprechen, zu Zumba zu gehen, weil sie ihrer Traumfigur näher kommen wollen und so weiter. Aber es wird euch in der Regel nicht weit bringen. Zumindest, sag ich mal, so wie die Models zum Beispiel aussehen, die Fitnessmodels, ja. Beine, Arsch, Bauch etc. Ja? Da kommen viele Frauen und sagen, ich will auch so aussehen. Ja? Fragen mich dann oft zum Beispiel hier, ja Lars, was kann ich dafür machen etc. Ja? Und verlieren oft die Lust, sag ich mal, das zu machen, was dafür erforderlich ist. So, aber Zumba wird euch da nicht viel weiterbringen. Warum? So, bei Zumba habt ihr ständig eigentlich die gleiche Belastung. So, ihr schwitzt zwar, es ist irgendwo im Ausdauern, gar keine Frage. Ja, also ich will hier Zumba in der Richtung, was Ausdauer angeht etc., nicht in Frage stellen. Aber wenn ihr eben eine entsprechende Muskulatur haben wollt, ja, und eben die Fitnessmodels, gerade die man in irgendwelchen Zeitschriften sieht oder im Katalogen, in irgendwelchen Bademode-Kollektion etc., ja. Diese Frauen oder auch die Männer, die kommen nicht von irgendwelchen Zumba-Kursen oder Bodypump-Kursen oder etc., ja. Die kommen eben vom Krafttraining, vom Muskelaufbautraining, von einem klassischen Bodybuilding-Training. Das muss euch klar sein, ja. Aber der Fitnessmarkt heutzutage versucht eben alles an euch zu vermarkten, ja. Der sagt euch halt indirekt, hey, du brauchst das, sonst kriegst du die Figur nicht. Du musst das machen. Ja? Und damit geht es eben weiter. Dann denkt halt derjenige, der Laie, ja gut, fange ich mal an, dann gehe ich meiner Freundin dahin. So, ihr werdet zwar Spaß haben, gar keine Frage. Ihr werdet Spaß haben. Aber es wird euch nicht dahin bringen, wo ihr hin möchtet. Es werden sicherlich Veränderungen kommen. Sicherlich Veränderungen, die euch gefallen werden, wo ihr denkt, boah, geil, es tut sich was. Und dann denkt ihr natürlich, hey, es geht bestimmt so weiter, also mache ich damit weiter. Und irgendwann denkt man sich, warum passiert denn nichts mehr? Ja? Dann ist nur noch der Spaß da. So, Spaß ist natürlich eine super Sache. Aber wenn ihr eben dieses Ziel habt, einen entsprechenden Body zu bekommen, wie eben die Damen aus den Katalogen oder aus Fitnesskatalogen etc., dann wird euch das Zumba-Training nicht reichen, das sage ich euch jetzt schon. Da braucht ihr einfach Krafttraining. Ihr braucht Muskulatur. Ja? Und sage ich mal, Muskulatur, die eben positiv auffällt, ist eben leistungsfähig. Das heißt, ihr braucht Leistung. Eben, ihr braucht halt einfach ein Training, was eben auf Leistung abzielt. Ja? Und es fragen sich immer wieder welche, warum sie halt im Zumba nicht weiterkommen. Das heißt, ihr habt ja immer die gleichen Belastungen. Ihr habt ja, ihr geht ja nirgendwo mit dem Gewicht hoch oder sonst irgendwas. Ihr habt ja da nicht direkt Gewichte. Ja, ihr bewegt euch, ihr tanzt und so weiter. Ne, ist eine super Sache, gar keine Frage. Ich will das keiner Frau ausreden oder so. Aber da muss einem klar sein, dass man nicht diesen Körper bekommt, den man sich eben wünscht. Ja? So leid es mir auch tut. Es ist ein Fakt einfach nur. Ja? Eine Frau, die tolle Beine haben will, Rücken, Schultern, einfach eine straffe Figur. Wir reden hier nicht von einer mega muskulösen Frau. Wir reden hier von einer Frau, die eine tolle Figur hat, die halt einfach total auffällt. Wo manche Frauen sagen, boah, sie hat eine tolle Figur. Ja, boah, Wahnsinn. Ja? Und diese Frau, ja, die macht eben nicht Zumba. Die macht eben Kniebeuge, Ausfallschritte, Kreuzheben, einfach Kraftübungen. Ja, die macht halt kein Zumba, okay? So, und so eine Frau würde auch keiner Frau sagen, dass sie Zumba dafür machen soll. Das würde keine machen. Dafür ist eine Frau, die so aussieht, hat in der Regel viel zu viel Spaß dran an dem Sport, dass sie eben Mist erzählen würde. Klar, wenn sie natürlich wieder irgendeinen Sponsorvertrag hat etc. bei irgendeiner Firma, die mit Zumba zusammenhängt indirekt, dann ist es klar, dass sie dann, sag ich mal, ein Wort für einlegt. Aber das ist jetzt nicht die Regel. Ja? Wenn ich jetzt jemanden bei mir habe und er sagt, hey Lars, ich möchte einen Hammerkörper haben, ich möchte mega Schultern haben, ich will einen krassen Rücken haben, will krasse Beine einfach, ja, Baumstämme etc., dann würde ich ihm nicht sagen, mach Zumba, sondern mach genau das, was die Leute machen, die eben so aussehen, wie du auch aussehen möchtest. Ja, und geh nicht in Zumba, geh nicht in Bodypump etc., ja, sondern einfach Muskeln kriegen. Und wie kriegt man Muskeln? Mit Übung, mit Gewichten, mit Essen, Schlaf und Lachen. That's it. Okay? So, bis zum nächsten Mal. Ciao.